Hallo zusammen, hallo Freunde. Ihr habt vielleicht mein letztes Video gesehen. Da habe ich ja mit Weiß drüber geswiped, mit Silikon drin. Das werde ich dieses Mal nochmal machen. Ich werde jetzt aber diesen Cell Creator und Bubble Booster nehmen, zusammenmischen, zeige ich euch dann. Gibt es ja dann andere Zellen und kleinere Zellen, sage ich jetzt einfach mal. Zellen in Zellen, da kann alles passieren bei diesem Cell Creator mit dem Bubble Booster zusammen. Nehmen wieder die Farben Weiß, Brillantgrün, Rot, Violett und Ultramarinblau. Das sind ja drei transparente Farben, außer das Weiß. Und dann lasst uns doch mal einfach mal starten. Ich hoffe, euch gefällt's. Wer das vorige Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben einfach mal, könnt ihr es vielleicht vorher mal anschauen, dann wisst ihr vielleicht schon mal, worum es geht. Ich werde vielleicht dieses Mal auch noch nicht so viel reden, sondern mich mal ein bisschen mehr auf das Bild konzentrieren. Ich sage aber schon mal, was wichtig ist, sage ich es wieder dazu. Dann lasst uns noch starten. Also, bis gleich. So, Freunde, lasst uns starten. Ich nehme jetzt erstmal hier nochmal einen Becher. Fangen mal mit Weiß an. Wie gesagt, dieses Rot-Violett. Brillantgrün. Ultramarinblau. Bisschen weiß wieder. Ist mal andersrum. Grün. Rot. Blau. Wieder ein bisschen weiß. Dann denke ich mal. Blau. Rot. Grün, dann ist es fast auch leer. So, Delle. Okay, können wir die Farben weg. Machen wir aber jetzt hier erst nochmal einen weißen Untergrund, zumindest in der Mitte. Schau, dass ich die Kanten wieder ein bisschen gleich mit zumache. Wichtig, wie gesagt, lasst euch ein bisschen Weiß übrig, falls ihr das nachmachen möchtet. So, werden wir jetzt aber erst kurz die Luftbläse ein bisschen rausmachen. Teilen wir das ein bisschen. So, jetzt haben wir schon eine schöne Fläche. Okay. Ich kipp das immer ein bisschen. Haben wir natürlich am Anfang nur blau-rot. Na, wo ist mein Grün? Da kommt das Grün. Also wie gesagt, hier noch kein Silikon drin.
Okidoki. Das habe ich jetzt für den Kontrast gemacht, weil ich doch so viel Rot-Blau außenrum habe. Mal kurz die Bläschen rausmachen. Okay, dann verteilen wir das doch mal. Ziehen wir das auseinander. Das am Rand wird eh verschwinden, so wie es aussieht. Ist aber nicht schlimm. Weil, wie gesagt, ich ja dann doch noch mit Weiß drüber gehe. Und damit ihr es seht. So, ziehen wir uns das Helle wieder in die Mitte. Sieht auch schon cool aus. Okay. Ihr wisst ja vielleicht vom letzten Mal, diesmal hat es eigentlich so gut wie keine Zellen gegeben. Also es war echt komisch, hier doch ein bisschen. Aber wie gesagt, teilweise auch von der Luftbläse noch. So, nochmal kurz die Bläschen trotzdem ausmachen, sicher, sicher. So, nehme jetzt hier einen kleinen Becher, nehme erst diesen Cell Creator, ich mische das immer 1:1, also nehme hier mal, zack, zehn Tropfen, dürfte ja reichen, ein Bubble Booster, also Cell Creator gibt schöne Zellen. Mit dem Bubble Booster, falls ihr es noch nicht kennt, könnt ihr dann kleinere Zellen machen, je mehr es erhitzt, oder auch Zellen in Zellen, also kommt richtig cool. Ich habe soweit. Macht immer eine 1:1 Mischung. Die könnt ihr eigentlich testen, ausprobieren, wie ihr möchtet. Mischt das Ganze mal. Ich hoffe, es spritzt nichts aufs Bild. Nimm das extra einfach mal ein bisschen mehr. Seht ihr, ich wollte mich auf das Bild konzentrieren, aber kann mein Gurschen nicht halten. So, also schön durchmischen, dass es wirklich gemischt ist. So, und habe jetzt hier noch Weiß übrig und gebe das hier dazu. Aber jetzt habe ich, seht ihr, ein Tropfen. Normal immer Nebenbild machen, gut umrühren. So, hoppa, jetzt sind wir nicht gut am Rand. Ich sehe es gar nicht, die Kante ist so weit voll. Gut, kann ich später noch machen. Okay,
So, wie gesagt, alles rein, umrühren, Spachtel wieder. Da könnt ihr jetzt selber gestalten, wie ihr es haben möchtet, wo ihr es haben möchtet. Ich meine, es sieht schon ganz cool aus. Wäre fast ein Bild, wo man eigentlich so lassen kann. Aber gut. Ich habe jetzt solche Linien meistens. Dann gucke ich mal, dass ich einfach mal... Ich mache jetzt nicht zu viel diesmal rein. Also filme praktisch den Spachtel. Bisschen mit Weiß. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ihr seht es also hier. Und dann ziehe ich da leicht drüber, also swipe da leicht drüber. Schnell umdrehen und los geht's. So. Schön abputzen. Da, wo es jetzt zu viel ist, wo vom Anfang, sage ich jetzt mal, da gehe ich dann einfach nochmal drüber und ziehe mir das noch ein bisschen raus. So, das gleiche Spiel mache ich hier nochmal und dann war es das schon. Ich mache nicht zu viel. Okay, also hier ist sie jetzt wieder. Und jetzt schön sauber machen. So, das reicht nämlich im Prinzip schon, weil das Bild ist so schön geworden, finde ich. Ihr seht, es bilden sich schon leicht Zellen und jetzt erhitzen wir das und dann schauen wir mal, was jetzt mit dem Cell Creator und dem Bubble Booster passiert. Wie gesagt, je mehr ihr sie hitzt, umso mehr Zellen kommt dann auch. So, schauen wir einfach mal. Da passiert es nicht so viel. Da habe ich ja nicht mehr so viel Weiß gehabt, genauso wie hier. Aber ich finde es gar nicht so uncool. Zu viel ist auch nichts. Ihr könnt natürlich jetzt noch nacharbeiten. Werde ich vielleicht auch tun. Und zwar nehme ich da, wo ein bisschen weiß ist, noch. Ja, wenn der Becher stört, ist nicht gut. Ich glaube, ich nehme da noch ein bisschen Weiß mit. Dann hier. Da könnt ihr dann spielen.
Okay. Ich denke mal, das ist genug. Nicht übertreiben wieder. Ja, hier ist es ein bisschen schmal geworden, aber ist okay. Da schaue ich doch mal, was wir da machen können. Ja, das ist okay. Da könnt ihr dann spielen, nacharbeiten, wie ihr möchtet. Okay, cool. Das war's. Ihr seht einfach hier diese anderen Zellen dann, Zellen in Zellen und so weiter. Mit so schönen Punkten drin. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse kurz noch mal einwirken für 10 Minuten wieder. Und dann zeige ich es euch wieder von daheim. Dann, bis gleich. So, Freunde. Jetzt das Bild von daheim. Hat richtige schöne Strukturen gegeben. Ich zeige euch erstmal diese kleinen. Seht ihr diese Zellen? Das ist das, was ich gemeint habe. Natürlich durch das Weiß auch viele weiße Zellen. Die andere Seite. Ist ja klar, weil man das Weiß ja über die Farben gestrichen hat. Okay, habe jetzt eigentlich die ganzen anderen Strukturen. Ein bisschen höher. Finde ich auch mega geworden. Und hier dieses Helle dann. Und da halt diesen Kontrast einfach zu diesen Zellen und Linien. Mega. Der helle Bereich. Also ich finde es cool. Ich hoffe, euch gefällt es euch auch. Gefällt es auch. Auch hier in der Mitte, dass hier noch was gegeben hat. Wie so eine kleine Verbindung. Cool. Also, dann war es das wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ich werde es wieder auf Instagram gedruckt zeigen. Dann lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.